Im Hintergrund geht mal wieder die Sonne auf. Das heißt, ich bin mal wieder früh morgens durchs Gehölz gewandert. Heute der Friedrich-Carbus-Turm bei Bad Salzdetfurt. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich hier hochgekommen bin und welche herrlichen Ausblicke sich mir geboten haben, ja, ich sag mal, dann bleibt mal dran. Hier in Bad Salzdetfurt angekommen und jetzt fahre ich durchs Baugebiet und suche mir dann einen schönen Parkplatz oben an der Augenweide und von da soll es dann hochgehen zum Carbus-Turm. Ja, ich bin auch gut in der Zeit, in 20 Minuten geht die Sonne auf, also von daher natürlich wieder mal perfektes Timing für mich. Ja. Jetzt erstmal einen Parkplatz suchen. Ich denke mal, bis zum Turm müssen es so 400, 500 Meter sein. Das heißt, moderater Anstieg, kurze Wanderung und dann ist der Carbus-Turm auch schon in greifbarer Nähe. Schauen wir mal. Wenn man auf den Berg wandert, dann sind es immer die steilen Wege, die nach oben führen. Niemals die moderaten. Aber ich glaube, gleich bin ich da. Tja, 10 Minuten gegangen und ja, auf einmal ist er da, der Turm. So, ja, Carbus-Turm ist erreicht. Der Turm selber soll 17 Meter hoch sein. Hier oben die Welfenhöhe ist knapp 280 Meter hoch. Ja, ich denke mal, kurze Pause und dann werde ich mal den, ja, da oben will ich hin, da will ich mal den Aufstieg wagen. Bin gespannt. Sonne geht jedenfalls gleich auf. Ja, da habe ich gestern extra gegoogelt. Ja, wie hoch ist die Welfenhöhe über normal Null? Wie hoch ist der Turm, dass ich auch ein bisschen glänzen kann, wenn ich die Videos mache? Oh, direkt am Turm stand es aber auch dran. Welfenhöhe 282 Meter, Turm 17 Meter. Na gut. Ja, man hat es vielleicht gehört, das war die Kirchenglocke von Bad Salzdetfurt. Die will mir sagen, jo, die Sonne geht auf. Haben sie auch recht. Schön im Osten, da kann man sehen, ist allerdings eine recht große Kiefer. Ja, ich denke mal, ne? Ist egal, gleich kommt die Astschere, dann ist sie weg. Der Aufstieg ist geschafft,
Der Friedrich-Cabus-Turm wurde erfolgreich von mir bestiegen. Ja, jetzt geht die Sonne langsam auf. Im Hintergrund, da liegt Bad Salzdetfurt noch tief im Schlaf, während ich hier schon die ersten Meilen auf die Welfenhöhe gewandert bin. Ja, ich denke mal, wenn man so schaut, Funkturm von Sibisse hinten noch gut zu erkennen. Ja, aber Richtung Westen und Norden ist es dann doch schon recht, ja, verwachsen mal wieder. Aber da ist auch nicht so viel Schönes zu sehen. Die schöne Richtung ist hier, Richtung Süden. Da, ha, Bad Salzdetfurt, da liegt es. Ha. Herrlich. Aber noch im Tiefschlaf. Da muss man sagen, da war nicht viel los, als ich da eben durchgefahren bin. Hier oben, auf dem Cabus-Turm, geht jetzt die Sonne auf. Ja. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze von oben aussieht. Viel Spaß. Das waren herrliche Sonnenaufgangsimpressionen hier vom Friedrich-Cabus-Turm auf der Welfenhöhe bei Bad Salzdetfurt. Ist schon ein schöner, kleiner Aussichtsturm und immer eine Wanderung wert, muss ich sagen. Direkt nebenan auf dem Burgberg ist übrigens der Adolf-Stoffregen-Turm. Auch ein herrlicher Aussichtsturm hier bei Bad Salzdetfurt und immer eine Wanderung wert. Ich selber habe den Adolf-Stoffregen-Turm auch schon bestiegen. Das heißt, ja, ich habe da auch ein schönes Video erstellt. Na, ich muss es ja schön finden. Ich habe es ja gemacht. Wenn das euch interessiert, ich habe einfach mal das Video hier verlinkt. Ja, ansonsten muss man sagen, Niedersachsen von oben, echt herrlich. Also das muss ich schon sagen. Dann, ne? Viele weitere Ausflugsziele hier auf meinem Kanal. Ja, sind ebenfalls vorhanden. Also wer Lust hat, kann ja mal ein bisschen auf meinem Kanal durchblättern. Wem es gefallen hat, der lässt vielleicht auch mal einen schönen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Ja, ansonsten, tschüss.